Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rickman und die High Risk, High Reward oder No Reward Wochen gehen weiter und wir haben dieses Mal wieder eine Tmall Box und es ist nochmal Optik, obwohl ich am letzten Mal schon dachte, dass ich mit Optik durch bin für die letzte Saison. Wir haben hier zwei Panini Asia exklusive Red Star Parallels können drin sein von 6 Karten, also 2 von 6 sind diese Parallels, eine Rookie Karte oder Rated Rookie Karte soll drin sein. Man kann nach Rookie-Autogrammen auf 150 suchen. Sehr unwahrscheinlich, wisst ihr ja bei solchen Geschichten. Aber vielleicht haben wir Glück. Nochmal die Rückseite, nicht wirklich viel aufgelistet. Die Red Stars sind aufgezählt. Genau, es können auch nur Base-Karten drin sein, keine Inserts. Und los geht es. Wir gucken mal, was hier so passiert. Auch die Box ist von darkartworld.com im Sale gekauft. Und zusätzlich gab es noch 4th of July Rabatt. Also auch nur ein kleines Päckchen hier drin, 6 kleine Karten. Mal gucken, was passiert. So, und es geht los mit Baker Mayfield, der Basekarte. Ich muss sagen, diese ganz normalen Basekarten hätten sich auch eigentlich in so einer Packung schenken können. Juju Smith-Schuster für die Steelers. Dahinter haben wir ein Silver. Und es ist Tom Brady für die Buccaneers. Super Bowl Champion Tom Brady. Sehr nice mit dem Silver. Und dahinter haben wir unser erstes Asia Exclusive Red Star Parallel. Und es ist Ryan Tannehill für die Tennessee Titans. Gefolgt von dem nächsten Red Star und es ist ein Rookie, leider kein Rated Rookie, kann man jetzt schon sehen. Und es ist Terrell Lewis für die Rams. Und die letzte Karte sollte wieder eine Base-Karte sein. Und nee, es ist tatsächlich noch eine Rookie-Karte drin, es ist ein Rated Rookie, aber nur die Base-Version. Und es ist Zach Moss für die Buffalo Bills. Kommen auf jeden Fall mal ein Sleeve und auch die Asia-exklusiven Parallels. Sehen richtig nice aus, finde ich. Man hier auch ein bisschen die Stars im Hintergrund, nicht numbered, und Ryan Tannehill. Also auch diese Box eher weniger Reward, es ist immer ein Glücksspiel, ihr wisst es. Tom Brady, die Silver ist auf jeden Fall nice. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, kommentiert, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Ihr könnt mal bei rickmanbreaks.de oder rickmanrips.de vorbeischauen. Für weitere Infos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rickman Rips.